Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde Korinth. Denkt daran, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer mit Segen sät, wird mit Segen ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang. Denn Gott liebt einen Menschen, der fröhlich gibt. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Wie es in der Schrift heißt, er teilt aus, er gab den Armen, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein zu jeder selbstlosen Güte. Sie wird durch uns Dank an Gott hervorrufen. Darf es ein bisschen mehr sein? Mir kommt vor, das ist die Überschrift der Lesungen dieser Tage. Am Montag bei der Schwester Michaela haben wir gehört von diesem einen Schritt mehr machen gegen die Gewaltspirale. Einen Schritt mehr machen, wenn uns einer zu einer Meile zwingt, eine zweite zu gehen. Gestern bei der Schwester Teresa war dann der Schritt mehr der Feindesliebe, nicht nur der Nächstenliebe. Und heute haben wir so eine Zusammenfassung, dass wir nicht kärglich sehen sollen, weil dann können wir ja auch nur kärglich ernten, sondern wir sollen mit Segen sehen. Dann werden wir auch mit Segen ernten. Und wir haben die Zusage Gottes durch Paulus hier, dass Gott uns alles gibt, was wir dazu brauchen. Er gibt allen alles, damit wir allen alles geben können. Diese Fülle, die wir da in dieser Lesung hören, die wünsche ich uns, dass wir die heute wirklich auch erleben können in uns und auch durch andere. Und dass wir dieses darf so ein bisschen mehr sein, heute auch wirklich ganz konkret leben können. Dass wir schauen, wo können wir dieses mehr geben, diesen Schritt mehr machen über unseren Tellerrand hinaus. Gestern am Abend war ich bei einem Gottesdienst im Gedenken an die Menschen, die im Mittelmeer auf der Flucht ertrunken sind oder auch sonst umgekommen sind, getötet worden sind, entweder direkt getötet oder indirekt durch das Nichthandeln von Menschen. Menschen, die einfach mehr geben, die ihre Zeit geben, die ihr Engagement geben, die zeigen, das ist ihnen nicht egal. Auch am Freitag haben wir wieder die Möglichkeit, beim Sonntagsgebet an diese Menschen zu denken, auch wenn es kein Sonntag ist, weil im Anschluss danach der Umbrella March ist, der Regenbogenmarsch beim Bundeskanzleramt, wo wir sagen, wir haben genug Platz, Menschen müssen nicht im Zelten wohnen, müssen nicht ums Leben kommen, um ihr Leben zu retten. Und so lade ich uns ein, dass wir heute dieses bisschen mehr leben, ganz, ganz konkret, in dem Wissen, dass Gott uns alles dazu gibt, was wir brauchen. Wir werden nicht leer ausgehen. Er gibt uns und wir können weitergeben. Unser Herz wird nie leer. Und vielleicht können wir, auch wenn es im Evangelium heißt, man soll die Almosen, wenn man sie gibt, nicht rausposaunen sozusagen, das nicht öffentlich tun, glaube ich trotzdem, dass es uns gut tut, auch darüber auszutauschen, was uns gelungen ist. Weil manchmal fällt es uns ja gar nicht so leicht, das mehr zu geben, wenn ich an die Feindesliebe denke oder eine Meile mehr zu gehen, darüber auszutauschen, aber auch darüber auszutauschen, wer uns Gutes getan hat. Und letztlich dient das Ganze, so wie der letzte Satz dann heißt, dazu, dass Dank an Gott hervorgerufen wird.